Die Wirtschaftskammer Steiermark lud vor kurzem Immobilien- und Vermögenstreuhänder ins Schloss Bichlern zum obersteirischen Immobiliencocktail. In toller Umgebung konnten die Teilnehmer Ideen und Erfahrungen austauschen und Neues erfahren. Der obersteirische Immobiliencocktail fand bereits zum vierten Mal statt und ist ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation zwischen den Treuhändern und der Wirtschaftskammer. In erster Linie machen wir so etwas, damit sich die Branche findet. Die steirische Immobilienbranche ist eine von Mitgliedern, die ganz einfach zusammenarbeiten. Und das soll eine Möglichkeit sein, dass sich wieder neue kennenlernen, dass sich junge mit Arrivierten kennenlernen und dass man ein bisschen einen Meinungsaustausch macht und dass wir als Fachgruppe ein bisschen informieren können, was sich tut in der Branche. Welchen Stellenwert hat der Immobilienmarkt zurzeit in der Steiermark? Der Immobilienmarkt ist nicht nur in der Steiermark, sondern in Österreich volkswirtschaftlich hat einen sehr hohen Stellenwert. Es laufen Milliarden durch unsere Hände. Was wir tun müssen und was das Ziel ist, dass man noch mehr die Bevölkerung darauf aufmerksam macht, dass wenn sie professionelle Arbeit haben wollen, wenn sie ihre Immobilie professionell vermarktet, verwaltet haben wollen, dann müssen sie zu uns kommen und das ist unser Ziel. Der Immobilienmarkt selbst, ist das jetzt ein großer Bereich, den Sie jetzt abdecken? Gibt es da viele Mitglieder, die im Immobilienmarktsektor arbeiten? Ja, wir haben ungefähr in der Steiermark so um die 850 Mitglieder. In den drei Berufsgruppen Bauträger, Makler, Hausverwalter. Die sind natürlich hauptsächlich in Graz und um Graz herum angesiedelt, aber auch in den Bezirksstädten und speziell in der Obersteiermark sind hier doch einige tätig und deshalb sind wir diesem Wunsch gerne nachgekommen, dass wir nicht nur immer in Graz Veranstaltungen machen, sondern auch in der Obersteiermark, damit die von der Obersteiermark nicht immer nach Graz fahren müssen. Und was wünscht man sich jetzt als Kammerobmann von so einer Sparte? Hat man da irgendwelche, Wünsche, wo man einfach sagt, das möchte ich ganz gerne jetzt, dass die Entwicklung in diese Richtung geht? Der Wunsch ist ganz einfach, dass jene, die vorgeben, in unserer Branche zu arbeiten und nicht gut arbeiten, dass wir die eliminieren können, damit die, die wirklich in unserer Branche arbeiten und gut arbeiten, auch mit Erfolg arbeiten können und dass die Politik nicht immer nur versucht, uns Sachen wegzunehmen, sondern dass auch die Politik weiß, wie wichtig wir sind für die Wirtschaft und dass wir ein Zusammenarbeiten haben und ich glaube, dann geht es uns gut, dann geht es der Branche gut und dann geht es der Wirtschaft gut. In Zeiten wie diesen boomt der Immobilienmarkt auch in der Steiermark. Und vor allem im Hinblick auf die alpine Ski-WM in Schladming 2013 ist die Region Enstal im Aufschwung. Naja, wir leben ja in einer sehr schönen Gegend hier im Bezirk Lietzen. Der Markt momentan Immobilien ist an und für sich sehr gut. Bevorzugt sind natürlich bestimmte Lagen, vor allem wie hier in Irtning. Das ist eine besonders begehrenswerte Gemeinde. Wir haben hier auch sehr hohe Grundpreise, eine Zuzugsgemeinde. Es gibt natürlich auch Regionen, wo es etwas schlechter ist, wie das Enns und Baltental zum Beispiel, wo wir merken, dass eine Abwanderung vorhanden ist. Besonders gut ist natürlich die Situation im Raum Schladming durch die Ski-WM 2013, wo eine verstärkte Nachfrage ist natürlich und wo vor allem Neubauwohnungen sehr gefragt sind. Und welche Erwartungen hat man an die Kammer, wenn man zu seinem Empfang kommt? Also meine persönliche Erwartung ist einfach, das Image der ganzen Immobilienwirtschaft zu verstärken. Es ist mir sehr wichtig, dass hier sehr sachlich und fair gearbeitet wird und dass durch neue Aktionen einfach den Wert des Immobilienmaklers wesentlich verstärkt, weil wir sicher sehr gute Arbeit leisten. So gesehen kann man mit weiteren Zuwächsen der Immobilienbranche in der Steiermark rechnen. Die Imagepflege der Branche scheint jedenfalls Früchte zu tragen.